Hi und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Zelda Ocarina of Time. Ja, wir haben uns den Fanghaken in der letzten Folge geholt und jetzt werden wir mal in unser altes Heimatdorf gehen. Mal schauen, was die Kokiri so treiben. Die sind ja jetzt schließlich in der Zukunft. Schnödes Geld. Ah nein, hier geht's ja zu den Zoras rüber, okay. Ich will keine Dunkelheit. Gib mir die Sonne. Das erinnert mich jetzt irgendwie an das Rammstein-Lied. Sonne. Ich bin beim Rollkommando. Ja, die Eule ist gar nicht mehr da. Ah, die Wundererbsen kann ich nur als kleines Kind benutzen, okay? Natürlich! Direkt mal angegriffen, jawohl! Irgendwie sitzen die nur in ihren Häusern rum. Naja, kein Wunder. Also ist es im Moment hier nicht gerade freundlich. Das müssen wir ändern. Ach ja, unser Freund. Wer sind Sie? Mich können Sie nicht täuschen, auch wenn Sie Kokiri-Kleidung tragen. Ich habe Salia versprochen, Sie vor allen Gefahren zu schützen. Ah, Moment, wie geht das Lied überhaupt noch? Ich und mein Kurzzeitgedächtnis. Okay. Diese Melodie. Salia hat sie geschrieben. Sie kennt Salia? Das Lied? Salia hat das Lied nur ihren engsten Freunden beigebracht. Nun gut, ich vertraue dir. Komisch, irgendwie erinnert er mich an jemanden. Tja, an wen wohl? Du Pfeife. Nein? Genau hier entlang. Nein, oder? Ab hier wird es ziemlich eng. Sei vorsichtig, damit dich keine miesen Typen erwischen.
drücke Z und stelle dich gleich in die richtige Richtung. So schaust du sofort den Gang hinab, wenn du um die Ecke gehst. Hast du dich richtig hingestellt, halte Z gedrückt und laufe seitwärts um die Ecke. So kann dir niemand auflauern. Alles klar. Aha. Aha, aha. Dann dreh dich mal um. Oder auch nicht. Du hast mit dem Rücken zu mir gestanden, du. Nein! Ich hasse diese Ochsen. Oha, da kommt ja einer. Versuche ich mal was anderes. Das funktioniert gar nicht. Und tschüss. Na, okay, geh, geh, geh. Bis ich da durch bin, habe ich all meine Bomben verbraucht. Okay. Selbst ausgenockt. Das gefällt mir. Oh. Money, money, money. Endlich. Salia ist ja gar nicht da. Thank you.
Der Fluss der Zeit ist grausam. Seine Geschwindigkeit scheint für jede Person vorbestimmt. Niemand hat die Möglichkeit, sie zu ändern. Etwas, das sich nie verändern wird, sind die Erinnerungen an vergangene Tage. Genieße daher jede Sekunde deines Lebens. Mit dem Menuett des Waldes kehrst du zum Waldtempel zurück. Na dann klimper mir mal ein Lied. Du hast das Menuett des Waldes erlernt. Okay. Supersla, wir werden uns wiedersehen. Okay, und damit wären wir auch schon am Ende unseres heutigen Let's Plays. Wir haben das Lied des Waldtempels gelernt, wir haben die Waldlichtung durchquert und ja, stehen jetzt vor dem Waldtempel. Das nächste Mal werden wir den Waldtempel betreten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt ihm einen Daumen nach oben, teilt fleißig, über Kommentare würde ich mich auch freuen und ja, tschüss, bis zum nächsten Mal. Wenn ihr weitere solcher Videos sehen wollt, dann lasst doch auch ein Abo da. Ich bin Super Slate, euer freundlicher Silent Hill Let's Player von nebenan. Tüdelü!